Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Ich bin der Peter und ich springe heute mal für Suri ein. Ich kenne soweit noch die Story bis hier ungefähr. Ich habe das Spiel auch schon mal gespielt vor ein paar Jahren. Ist schon ein bisschen her, aber ich kann es mir noch so zusammen einem denke ich mal, ne? So, wir waren hier und ich wollte jetzt erstmal gucken. Wir können nämlich erstmal die Automaten auf unsere Seite bringen, dann geben wir uns Geld und sind auch ein bisschen billiger. Und dann können wir gleich mal schauen, was wir uns hier für die Waffen holen. Also wir können uns die Waffen nämlich aufrüsten, die wir benutzen oder haben wollen. Und die machen uns zum Beispiel mehr Schaden, haben mehr Magazin oder sonst irgendwas. Ist jetzt natürlich die Frage, welche Waffen man nimmt, ne? Ich werde wahrscheinlich einfach standardmäßig das Maschinengewehr nehmen, weil man das sehr oft benutzt. Erhöhen wir erstmal den Schaden. Und erhöhen wir die Präzision. Und dann dürfte das schon um einiges einfacher werden, wenn wir damit hier durch die Gegner reingehen, ne? Ja, das müsste eigentlich erstmal reichen. Dann schauen wir gleich noch bei den Plasmiden. Nein, halt, warte, wir brauchen Geld. Hier. Dankeschön. Danke. Und dann schauen wir gleich noch bei den Plasmiden rein. Ich denke, wir werden die Beherrschungshilfe nehmen. Dadurch bringen sich Gegner um, wenn die, wenn das Plasmid sozusagen ausläuft. Das kann uns schon mal sehr gut helfen. Und ich denke, das reicht dann auch schon erstmal. Und wir haben noch ein kleines Video dazu. Machine and man into allies. Hold and release to create a ghostly trap. Alles klar, und damit sind wir jetzt für den nächsten Raum gerüstet, ne? Dann werden wir jetzt erstmal aufräumen. Mal schauen, was uns hier erwartet. Oh Gott. Gen Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie, als zu rar ist jener Schlag von Mann, Heulen und Schreien, das er langsweilt. Meine Güte, da kann man ja kaum was verstehen, wenn die hier so durcheinander nuscheln, ne? Das ist ja nicht ganz einfach. Meine Güte. Lechmännerbucke. Dazu wird Comstock uns machen. Mit Drähten und Hebeln, statt Köpfen und Herzen. Ach, du Kacke. Was kommt da denn angelaufen? Das ist... Ach, du Scheiße. Oh, fuck. Nimm das. Oh, wow. Also die Upgrades, ne? Die Upgrades, die haben es echt in sich. Guckt euch das mal an. Zack und weg. Das ist ja geil. Siehst du, Booker? Also das wäre Hammer. Bist du noch der, den ich kannte? Vielleicht auch nicht. Es spielt keine Rolle. Comstock hat unsere Geschichten und unsere Seelen ausgelöscht. Jetzt will er mich kriegen. Und wenn ich weg bin, bleibt nur noch die Lüge. Meine Güte, so ein verdammter Radikaler. Ehrlich, weißt du, der schickt uns hier seine Soldaten auf den Hals und will uns hier mit allen Mitteln sozusagen auslöschen oder seine Leute auslöschen. Ich weiß ehrlich nicht, was er sich davon erwartet. Das ist echt krass. Also was der hier... Alles klar, wir haben zu wenig Lockpicks für diesen Schrank. Mal gucken, vielleicht kriegen wir wenigstens noch ein bisschen hier raus. Der Laden wurde geplündert. Hier gibt es keinen Shock-Jockey. Das ist natürlich verdammt ärgerlich. Ich muss es mitgenommen haben. Da. Das heißt, der hat sich echt alles gekrallt und dann... Oh. Oh, was ist das denn? Ist das... Slade. Er ist hier. Alles klar, das ist natürlich super. Hat er hier erstmal so ein paar Elektroteile gelegt. Ah, das ist natürlich nicht so schön. Ich gucke nochmal an den Verkaufsautomaten. Krähenfalle. Nee, das ist nicht so schön. Mini-Cluster ist auch nicht. Beherrschung billiger, das wäre echt mal was. Aber wir bräuchten noch 100 Dollar ungefähr. Das wäre wirklich mal die Idee, sich dafür aufzusparen. Oder wir verbessern nochmal Waffen, aber... Eigentlich ist auch... Außer vielleicht das Sniper. Nee. Wir sparen uns erstmal das Geld und holen uns nachher die Verbesserung für Beherrschung. Das kann uns echt schon einiges bringen. Ich frag... Oh. Comstocks Schiffe. Er
kommt wegen Slade. Es war Slade, der bei Wounded Knee für alles klar, es geht los, es geht los. Es war Slade, der die Tore Pekings stürmte. Der Irre haut rein. Slade! Comstock kommt, Booker. Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen. Oh nein, er will uns auch noch in Blech verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Er hat mir meine Vergangenheit geraubt, aber mehr bekommt er nicht. Gib uns endlich diese Kraft, das muss doch nicht sein. Auf, Jungs! Der Soldatentod wartet! Na wunderbar, der schickt uns seine halbe Armee hier auf den Hals. Geil. Haha, wie geil, zwei in der Luft erwischt. So, na dann, jetzt räumen wir hier aber mal auf, ne, das... Oh, der lebt noch. Hat er gerade Blechsoldat gerufen? Ich hoffe nicht. Na, komm. Jawohl, so muss das hier laufen. Ihr kommt hier nicht ran. Du bist nicht der Booker, der wird den ich. Meine Güte. Blechmann! Blechmann! So ein Irrer. Oh Gott, und jetzt schickt er uns auch noch den Blechmann. Fuck. Okay, auf zum MG. Anders kriegen wir das hier nicht. Du kommst mal auf meine Seite. Gib mir. Oh Gott. Oh ja, der ist down. Wow. Das war, glaube ich, erstmal der schlimmste Gegner. Nein. So einfach mache ich es euch nicht. Also ihr seht schon, ein wenig habe ich es noch drauf, ne? Also es ist schon... Es ist zwar schon etwas her, aber man findet sich doch relativ schnell wieder rein, würde ich sagen. Oh Gott, was schickt er uns jetzt noch? Oh nein. Das Geräusch kenne ich. Fuck, ich wusste es. Aber da muss man ehrlich sagen, die Verbesserung am MG, die wirken. Das ist ja Wahnsinn. Wie schnell der down geht, das glaube ich einfach nicht. Oh, und wieder Muni. Wow. Ich glaube, so schnell habe ich noch nie so eine große Korte ausgelöscht. Zeig mir, was du kannst. Ach ja? Alles klar. Da dann holen wir uns jetzt endlich mal Slade. Also mal ehrlich, wie der uns hier wirklich rumrennen lässt. Spießrouten laufen lässt durch seine Gegner hier. Das ist ja Wahnsinn. Ich muss gleich nochmal das fette MG hier mit. Und mal schauen, ob wir hier noch irgendwo ein bisschen Ausrüstung kriegen. Ja, naja gut, es könnte wirklich besser sein. So. Ah ja, hier haben wir noch eine Infusion, genau. Ja, da würde ich am besten sagen, wir gehen nochmal auf Salze. Das bringt am meisten, denke ich mal. Ich fühle mich schon besser. Damit können wir dann auch ein bisschen mehr Plasmide wirken. Das hilft uns in unserer Situation schon beträchtlich. Na, holen wir uns Slade. Bin ich ja mal gespannt. Tja, ich muss dazu sagen, ne, ich habe das Spiel noch nie auf hohen Grafikeinstellungen bei mir gespielt. Mein Rechner ist ja wirklich so eine alte Kartoffel. Das sieht schon wirklich sehr, sehr anders aus als bei mir noch. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen, der Unterschied. Ah! So, sowas hält uns doch nicht auf. Da muss sich Slade hier schon was Besseres einfallen lassen, ehrlich. Hier. Boah, und wie uns Elizabeth hier mal mit Münzen versorgt, das ist ja herrlich. Alles klar, da liegt er. Hm? Der lebt aber noch, oder? Holen wir uns auf jeden Fall erstmal das Plasmid. Du bist hier noch nicht fertig, Soldat!
Schön leer essen den Teller. Bring's zu Ende. Alles klar. Und hier stehen wir wieder vor einer Spielerentscheidung, ne? Ob wir jetzt Slate verschonen oder Slate töten sollen. Ah, also es ist eine schwierige Entscheidung, muss ich zugeben. Aber ich denke mal, einfach moralisch gesehen, das ist... Wir können ihn doch nicht einfach hier umlegen. Jetzt bist du ein Blechmann! Ein Blechmann! Außerdem glaube ich, dass er mit der Entscheidung ziemlich unglücklich ist eigentlich, ne? Das heißt, wir schlagen sogar zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? Wir sind moralisch integer und machen ihn sozusagen nochmal letztendlich richtig fertig. Press to shoot a bolt of electricity. Hold and release to create a shocking trap. Alles klar, und damit haben wir endlich nach der Verfolgungsjagd. Comstocks Männer werden ihn erwischen. Gewöhnt man sich jemals daran? Schneller, als du dir vorstellen kannst. Alles klar, wir haben jetzt auf jeden Fall endlich nach der langen Verfolgungsjagd das Schockjockey bekommen, womit wir dann endlich weiterkommen. Also das ist ja... Ehrlich, da hätte er das uns auch gleich geben können, ne? Hätte uns gleich am Anfang hier des Raums die Pistole in die Hand gedrückt, hätte gesagt, ja, hier, bring mich um, lass mir den ganzen Scheiß. Oh. Ha, so einfach mache ich es euch nicht, Leute. Diese Kräfte scheinen ziemlich stark zu sein. Ich werde sie so gut es geht mit Salzen versorgen. Danke. Wunderbar. Und wir haben gerade noch das Angebot von Elizabeth gekriegt, noch ein bisschen mehr für uns zu finden, auch Salze und sowas. Ich meine, ich versorge mich hier sowieso mit allem, ne? Mit Munition, mit Geld, mit Lebensenergie, jetzt auch noch mit Salzen, das ist klasse. Eigentlich brauchen wir doch überhaupt nichts mehr einsammeln, ne? Man könnte hier einfach so durchgehen und die wirft uns immer wieder was zu. Wäre absolut perfekt. Da sind sie! Oh. Ach du Scheiße, eine Krähe. Oh, Wichser. Okay. Ich glaube, den habe ich noch nicht erwischt. Da ist er. Jetzt habe ich dich. Oh, hui. Das war schon ein bisschen knapper als mir lieb war. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Booker. Hör zu, du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. Ja, und wir merken, Elizabeth hat sich sozusagen gemerkt, dass wir den verschont haben. Und wer weiß, vielleicht nimmt sie das ja nochmal mit. Vielleicht macht sie ja noch eine Charakteränderung dabei auch noch mit. Ah, ich bin aber echt gerade am Überlegen, ob wir noch irgendwas aufrüsten sollten. Oh, Geld brauchen wir immer. Gut. Also ich wäre sonst dafür nochmal das Scharfschützengewehr aufzurüsten. Kostet auch nicht ganz so viel. Das Geld dürfte eigentlich schnell wieder drin sein. Alles klar, der Pfeilzeichen in die Richtung. Dann werden wir mal wieder... Wo sollten wir zurück? Zu Soldier's Field. Und ach ja, genau. Ich erinnere mich, ganz dunkel. Wir müssen, glaube ich, so eine Gondel mit Strom versorgen, damit wir mit der sozusagen hier abhauen können. Ne? Ein Kraftverteiler. Moment, jetzt bin ich gerade überfragt. Wir müssen einen Kraftverteiler aufladen. Alles klar. Ah, hier ist noch ein Lockpick. Sehr gut. Damit können wir nachher vielleicht noch was knacken. Manchmal findet man nämlich in den Safes auch gute Ausrüstung, wenn man Glück hat. Ah, und wir sollen das hier aufladen. Alles klar. Da war ich jetzt natürlich gerade betrübt bin. Meine Güte. Und wie man sieht, hier scheint der Suri schon mal durchgestiegen zu sein, ne? Schon mal gut aufgeräumt zu haben. Und damit verlassen wir die Halle der Helden. Tja, da haben wir Slate erstmal zurechtgewiesen und wirklich unser Plasmid geholt. Das war auch gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Haben wir uns bewährt.
Aber wie es hier weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge, Leute. Bis demnächst.